Guten Morgen, hallo. Die Coco hat gesagt, wenn ich meine Lippenprodukte durchziele und auf über 50 komme, dann denkt sie sich etwas aus. Ja, oh nein, oh doch nicht, ich dachte, da wäre. Okay, ja, und jetzt habe ich durchgezählt und es sieht folgendermaßen aus. Also, es zählen Lippenstifte, Lipglosse und Lippenkonturenstifte. Und ich habe mal durchgezählt. Oh-oh. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wo ich meine Sachen aufbewahre. Okay, das ist Monsieur le Kühlschranke. Und hier oben findet ihr einige meiner Sachen. Und hier unten sind auch noch Lippenkonturenstifte irgendwo verborgen. Wow. Ja, also da sind ein paar. Dann gibt es immer noch die, die in meiner Tasche herumlungern und in anderen Taschen herumlungern und den trage ich heute. Tea Rose. Und dementsprechend eigentlich mitgezählt. Oh, mein Lippenpinsel. Dementsprechend eigentlich, den trage ich auch heute obendrauf auf dem Tea Rose. Die dann. Ah, ich bin total die Wahnsinnige. Die dann eigentlich, wow, Vorsicht, mitgezählt werden sollten. Chaos. Da, ich habe noch welche. Ich habe sie. Da. Ah, der Avon Lipgloss und mein Lipstick. Okay, also. War noch nicht alles. Einer ist da noch. Ah, da ist er. Ja. Also, das ist in meiner Tasche zurzeit. Ja. Naja, und die Coco hat gesagt, wenn ich auf über 50 komme, dann denkt sie sich irgendwas aus. Und ich sehe schon die ganzen Keile, die zu mir rüber schwappen. Ich, mein Arm war noch gar nicht um. Liebe Coco, du musst dir was ausdenken. Ich bin fast bei 70. Und ich glaube, ich bin auf jeden Fall bei über 50, wenn man Lippenkonturenstifte rausnimmt. Also allein Lipgloss und Lippenstift sind schon, ich glaube, 62, 63 oder so. Also, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich scheine ein Problem zu. Ich finde nicht, dass ich ein Problem habe. Ich mag Lippenstifte. Und ich habe auch so eine Obsession. Ich muss irgendwas auf den Lippen haben, sonst kann ich nicht. Gar nichts. Sonst kann ich nicht lernen. Nichts, gar nichts. Ich mag das Gefühl auf den Lippen. Und ich muss. Und so. Und dann. Also, Coco. Dann denk dir mal was aus. Ich bin schon ganz gespannt, was du dir so ausdenkst. Du weißt es ja selber noch nicht. Das finde ich so süß, Coco. Ich habe Coco gesagt, dass ich das auszählen werde und ein Video dazu machen werde. Meinte sie, ich will es aber nicht wissen bis zum Video. Also erfahrt ihr es jetzt praktisch zeitgleich mit Coco. Und sie meinte, sie wüsste überhaupt nicht, was sie sich da ausdenken soll. Also Coco, wünsche ich dir sehr viel Spaß bei dem Ausdenken. Natürlich selbstverständlich als Videoantwort, sonst bin ich dir ganz, ganz böse. Ja, ich muss jetzt wieder zur Uni dackeln. Ich finde immer, man muss Lippenstifte verschieden auftragen. Also, ups, jetzt bin ich fast runtergerutscht. Je nach Lippenstift muss man ihn ein bisschen anders auftragen. Und
Manche muss man mit dem Lippenkonturen, mit dem Lippenkonturenstift auftragen, selbstverständlich. Mit so einem Lippenpinsel auftragen und andere muss man dätschen und dann andere muss man so normal auftragen. Und ich finde, bei dem Tea Rose sieht er am besten aus, wenn man es mit dem Lippenpinsel aufträgt. Und ich habe jetzt noch ein Gloss drüber gemacht. Und es sieht wesentlich pinker aus, wie ich gerade sehe, als auf der Kamera. Wesentlich pinker. Richtig teerosig, weil ich sowieso wesentlich überblendet bin. Und ich sehe auch etwas käsig aus, dabei liegt das nur an dem Licht. Ja, Coco. Ich hoffe, du lachst jetzt sehr, sehr laut. Und ich hoffe, dass die fiesen Kommentare via du hast zu viel Kram jetzt nicht auf mich niederprasseln, wobei sie es wahrscheinlich tun. Ich kann nichts dafür. Ich stehe total auf Lippenstifte und auf Lipglosse. Ich habe total die Obsession. Und offensichtlich trage ich sie ja auch. Ich trage sie wirklich. Tschüss.